Irgendwie sowas. Wir bekommen immer wieder Geld. Wir haben einen Turnschuh. Uhuhuhu. Come at me, bro. Will nicht jemand noch ins Feuer laufen von euch? Ne? Kein Interesse? Nein? Schade. Komm. Und dann machen wir hier noch... Komm schon. Ja. So, hier guck ich trotzdem mal rein. Nein, braune, normale Käse ist ja noch schlimmer. Geh ich im letzten Moment mal reingucken, falls da ein Schuss drin ist. Piep. Und hier bräuchte ich das Book of Shadows oder The Chariot. Ah, hab ich beides nicht. Schön. Weiter so. Geld. Oh, ich hab viel zu viel Geld. Viel zu wenig Schlüssel. Ein Arcade wäre also nicht schlecht. Dann spielen wir ein wenig. Dann würden wir ein wenig spielen. Oh, Mann. Was? Burn Penny, da bekomme ich ein paar Bomben. Auch nicht schlecht. Oh. Und der da oben spuckt doch gleich. Oh, Hauptsache nur, ja, komm, okay. Oh. Nee. Ätzend. Arsch. Oh, komm schon. Ja, ja. Oh, der hat mir meinen zweiten Schlüssel gegeben. Oh yeah. Ich sollte mir einen großen Bogen machen. Man kann nämlich nicht flachsen. Und noch ein dritter Schlüssel. Oh, fast, ne? Besser als bei der Wand. Nein. Bei sowas. Da, verdammt. Und dann. Paradebeispiel. Nuns Habits. Kann ich holen? Muss ja nicht unbedingt sein. Ich guck nach dem Secret Room. Ja, guck ich. Der kennt den schon. Taschappa. Ich nicht Deutsch sprechen. Der könnte nämlich an ein paar verschiedenen Orten sein. Ich bin sogar recht zuversichtlich, dass ich ihn finde. An drei Orten, einen habe ich schon ausprobiert. Ja, ich hoffe doch mal. Und jetzt habe ich noch einen Schlüssel über. Yippee-yay. Und vielleicht finde ich sogar das Chariot. Vielleicht. Vielleicht das Chariot. Vielleicht! Dann gehe ich nämlich schon mal schnellstens zurück zur Blutbank. Und gebe mein Bestes. Mehr Geld. Das sind meine Items. Oder ich finde überhaupt so Geld jetzt. Yippie! Was? Dank des Burn Penny bekomme ich sogar meine Bombe zurück. Beide. Sind schon fertig. Und weiter. Bin ich nicht zufrieden bis jetzt. Ah, dass er jetzt die Bienen sein muss, ist unnötig. Das ist echt unnötig. Jetzt wäre das Book of Revelations gar nicht so schlecht. Dank Nuns Habit. Verbockling. Ah, die Kettenreaktion. Die Kettenreaktion, die muss man heilen können. Ja, spawn. Piep macht das schon. Uh.
das war ansatzweise eine Kettenreaktion. Oh, Loki, du bist so süß. Na, nee. Auch hier eher weniger. It's not happening. Komm schon, komm schon. Come on. Nein! Ah. Wie ich das hasse. Oh, komm, ist doch nur Loki. Oh, ich hab vergessen, ich bin ja auch nur Eve. Helfer weiter. Was jetzt, Kuwe? Oh, bitte, bitte. Nein! Ich hätte eine Chance. Nein, ich trau mich. Nein, ich weiß nicht, was es macht. Weil ich mir gedacht habe, ich könnte 9 Lives holen. Wie dann das Blue Baby, also Bobby, Brother Bobby schnappen? Dann wäre ich im permanenten Curse State. Jedoch weiß ich nicht, was mit meinem blauen Herz passiert, wenn ich 9 Lives hole. Aus diesem Grund hole ich mir als kleinen Damage Brother Bobby. Aber das war's auch. Ja. Guppies Paw, das wäre jetzt echt genial gewesen. Permanenter Curse State. Nee, 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 nee. Ich hab was im Hals. Tut mir leid, deswegen. Was Damage angeht, sind wir erbärmlich. Da bräuchte ich echt den permanenten Curse, der das wäre. Das wäre tatsächlich für den Razor schlecht. Der Razor? Ja, ihr werdet noch sehen. Bonsaki! Fuck! Schande! Schande, aber sowas von. Nee, nee, nee. Bombsaki ist gar nicht gut. Wir hatten so viele schöne Bomben und wir brauchen nur noch 2 Schlüssel, um ein bisschen Erfolg zu haben. Ah. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Wieso werde ich von dem Klapp? Was? Ich bin dämlich. Oh, jetzt haben wir noch ein bisschen was mehr Geld. Na komm, Schattenmann Zerbit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt, ich hätte so gern Rage. Ich hätte so gern jetzt Samson. Dann würde ich abgehen. Eve ist eher so ein Last-Chance-Charakter, wenn du wenig Leben hast, ist cool. Wegen dem Curse. Aber... das ist momentan nicht der Fall. Und ich will auch nicht, dass es der Fall wird. Ah, komm schon. Dauert doch nicht so lang. Counterfeit Penny. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das macht. Schade. Ich wüsste es gern. Ich wüsste es echt gern. Weil den haben wir, glaube ich, bei Isaac's Good Today bekommen. Also ist auch ein brand new item. Vielleicht werden öfter Coins gespawnt. Ich weiß es nicht. Ich möchte es aber echt gerne wissen. Nein, nein, nicht schießen! Hätte ich fast selbst gebombt. Oh, Kettenreaktion, Kettenreaktion, komm, Kettenreaktion! Nein! Komm schon, Kettenreaktion! Ne, ne.
Don't play tricks with me. Oh, komm, ich hau da echt so viel rein, der ist einfach nicht... Ich bin sogar so schwach, dass erst beim dritten Mal oder so die nächste Fliege gespawnt wird. Das ist doch ätzend. Ich weiß nicht, was der Counterfeit Penny macht. Ja, damit Zero Zucker und Zero Ahnung. Der Counterfeit Penny. So. Ein Schlüssel. Davon hab ich jetzt genug. The Heart. Bedeutet Leben. Jetzt hätte ich echt gerne... Mann, ich hätte Guppies Power holen sollen. Das Fliegen wäre uns nicht möglich gewesen. Aber ich hätte Guppies Power. Und den Permanent Curse. Ah, Gott! Diggity. So. Ich weiß nicht. Ich will wissen, was der Counterfang Penny macht. Aber ich will auch Bomben. Und dafür brauche ich den Burn Penny. Bedeutet. Warte. Wenn ich durch den Counterfang Penny Münzen spawne. Also, die Chance erhöhe, dass in einem Raum Münzen spawnen, davon gehe ich nämlich gerade erstmals aus. Dann könnte ich direkt danach den Burn Penny holen und schwer auf der Gewinnerseite. Wenn ich den recht behalten würde. Nee. Nee, würde wieder zu lang dauern. Jetzt haben wir schon wieder einen Schlüssel bekommen. Ärzend. Oh, Rostbrauner. Ne. Ich kam so durch. Jetzt bin ich verflucht. Wieso hab ich gerade eben beim Reingehen keinen Schaden bekommen? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich verflucht, jetzt kann ich alles vergessen. Ich hab gerade verdammtes Glück, dass ich hier nicht getroffen werde und... So, ne? Ihr wisst schon. Ah. Ich hoffe, das mit dem Counterfeit Penny funktioniert nicht so ganz, wie ich das wollte. Ich hab echt keine Ahnung. Oh Gott, was mach ich hier? Ich hab noch eine andere Vermutung, aber das wäre ein bisschen übertrieben. Und zwar, dass ich mit dem Counterfeit Penny nichts bezahlen muss im Shop, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Dafür, dass Steam Sale nämlich allein 15 kostet. Nee, das bezweifle ich. Aber... Leider Gottes ist es ja immer ein Versuch wert. Also werde ich mir wohl auf jeden Fall was kaufen. Da ich jetzt verflucht bin, dank Guppies Tail, und ich keine Ahnung hab. Mann, ich hätte die drei Katzen als Items bekommen können. God dang it. Ich hätte zuerst Guppies Paw, dann 9 Lives. Ja, okay, 9 Lives wäre ein bisschen schwer geworden. Weil, das muss man auch so sehen.
Oh ja, mach dich kaputt. Nein, Lives, dann hätte ich ja durch Guppies Tail nichts mehr gehabt an Leben. Ja, und deswegen hätte ich mir auch nicht dein Lives holen. Ja, hat's erledigt. Die Reihenfolge muss anders sein. Es müsste sein. Zuerst Ninecats, der Tail, Cat's Tail. Oder eben Guppies Head. Je nachdem. Hier zum Beispiel Cat's Tail und dann wäre Guppies Head zum Beispiel schlecht. Oder eben Guppies Paw. Und dann 9 Lives. Weil dann hat man ja noch ein Leben. Aber Guppies Paw kann man sich aus einem Leben, glaube ich, 3 blaue Herzen machen. Und dann hätte man irgendwie alles gerettet und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich muss aber noch zu einem Shop. Oh Gott, das ist doch kacke, ich hasse Eve. Ich bin so schwach. Ich bin am Arsch. Ja, den einzigsten Damage hab, den ich besitze, im Prinzip, dass ich eben 3 Babys hab. Oder eben 3 Anhängsel, wie man sie eben bezeichnen mag. Ich nenne sie gerne Anhängsel, weil es relativ, ob sie gut sind. Und schon wieder Geld. Geldcode. Und ich renn voll in die Spinne rein. Ich will das Geld lieber liegen lassen. Oder bekomme ich was, wenn ich jetzt hier Geld einsammle? Nein, ich denke nicht. Ich würde verarschen, oder? Das ist doch, glaube ich, der letzte Shop, den ich hätte bekommen können. Und du Arsch. Kommst du denn hierher? Greed. Blöder Arsch, du blöder Arsch. Oh ne! Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Okay, wird sich jetzt noch ein bisschen ziehen. Ich hole mir jetzt zuerst den Burn Penny, sammle das ganze Geld ein, da unten. Und mache mich dann in den Bossraum. Und dann soll sich niemand beschweren. So, wir hatten den Counterfeit Penny einmal. Ja, kein Erlebniswert, das man mal haben sollte, muss. Vielleicht, weil ich nicht weiß, was es ist, was es macht. Ich muss mich mal mehr informieren, mach mir einen Zettel. Trinkets, Ausrufezeichen. Drei Bomben. Besser als keine. Hätte ich jetzt die Bombs versus Bombs against Keys Pille, wäre alles cool. Habe ich aber nicht. Also verkackt. Ah, Eve. Das ist. Die ist noch verfluchter als die Bibel und schmeckt beides nicht. Ätzend. Ätzend. Ja. Kein Shop mehr. Mann. Dreck.